Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich grüße euch zum Hardware-Video. Ich werde hier jetzt mal natürlich alles auspacken. So, den hatte ich nämlich noch eine Folie gelassen, User Manual. Ich lasse mal lieber draußen, nee, ich pack's ein. So, und dann gucken wir uns das einfach mal an. Ach so, die Fernbedienung habe ich auch nicht ausgepackt. Oh, da reißt die Folie kaputt. Ich wollte sie wieder vernünftig einpacken. Später denn. So, und da haben wir hier praktisch die Fernbedienung. Ist auch so eine etwas dickere wie von dem Matrix 4:4, also Toxic Matrix 4:4. Und dann haben wir hier HDMI in, HDMI 2 und dann da unten haben wir Wi-Fi. Müsst da kurz warten, die Kamera pegelt. So, und da haben wir hier unten natürlich so eine Schutzfolie, die machen wir natürlich ab und dadurch können wir die jetzt benutzen. Wir haben hier einen Switch, haben wir einen Knopf, wir haben einen Power-Knopf, wir haben HDMI 1, HDMI 2 und Wi-Fi. Dann haben wir hier auf der Rückseite halt nichts, da können wir das jetzt hier so raufkleben. Das mache ich dann mit euch im Video direkt und den schließen wir dann ans Gerät an. Der hat, wo hat er? Da hat er den, nee, doch da. Da hat er den IR-Sensor, den gucken wir uns gleich an. Das heißt, wir können das Gerät einfach hinter die Schrankwand schmeißen. Na, schmeißen nicht, aber hinter der Schrankwand legen. Es fällt nicht auf. Wir haben nur diesen Sensor, der irgendwo an der Seite rausguckt und fertig ist und haben keine Probleme, dass irgendwo noch ein Gerät rumsteht oder sonst irgendwas dergleichen. Hier haben wir noch die Gumminoppel, die werden wir gleich mal zusammen kleben, weil ich werde mein Gerät natürlich offensichtlich hinstellen, logischerweise. Ich muss das nicht unbedingt verstecken. Und jetzt zeige ich euch mal, wie leicht das ist. Die sind hier schon alle ausgestanzt. Ich werde mal ein bisschen ranzoomen. So, die sind hier schon alle ausgestanzt. Man braucht halt hier nur, zeige ich euch beim nächsten. So. Und ich werde sie jetzt, wo klebe ich sie hin? Auf die Schrauben, unter die Schrauben? Auf die Schrauben? Nee, ich klebe sie neben die Schraube. So. Und dann einfach hier. Seht ihr das? Zack. Und ab ist es. Und dann kann man sich das dann hier hinkleben. Und man kann sich das halt auch selber einteilen. Das finde ich gut bei Ligavo, dass sie das so machen. Weil der ein oder andere möchte das vielleicht hochkant stehen haben und möchte das dann halt unten ein paar Gumminoppen dran haben. Und ich habe es aber lieber so, wie es eigentlich sein soll. Aber das kann man sich halt, wie gesagt, frei einteilen. So, und dann haben wir hier das eigentliche Produkt. Wir gucken uns erstmal das Optische an, bevor wir zu den ganzen technischen Details kommen. Hier ist Ligavo mal einen anderen Weg gegangen. Wir haben oben hier wie immer das Ligavo-Logo, hier unten haben wir die drei Punkte. Wie immer die Typenbezeichnung ist mit drauf, aber hier haben wir jetzt dieses Kunststofffeld, was auch so ein bisschen spiegelt. Ich werde mal versuchen, dass ihr das vielleicht irgendwie hinkriegt, dass ihr das seht, dass es spiegelt so ein bisschen. Ja, seht ihr das? Ja. Mit einer Plastikverpackung. Also das ist diesmal eine Plastikverpackung, kein Metall. Ja, Plastik ist ein bisschen teurer als Metall. Ich finde Metall zwar ein bisschen schöner, aber diesmal haben wir... Wusste ich auch nicht, wurde mir auch erklärt, dass eine Metallverpackung, also Metallgehäuse, nicht so teuer wie eine Plastik ist. Weil Plastik muss erstmal die Form gemacht werden, muss gegossen werden und Metall hat man dann so ein bisschen hingebogen, alles, kriegt man alles mit schwereren Maschinen ohne Probleme hin. Ich dachte eigentlich immer, Plastik ist billiger, nee, ist es andersrum. Und hier haben wir, wie gesagt, eine Plastikverpackung. Wir haben hier oben matt, hier unten ist matt und dann haben wir hier dieses Style-Element will ich es mal nennen. Seht ihr das? Wir können auch von der anderen Seite sehen, wenn wir unten gucken, wir haben hier diese Luftschlitze, damit die Platine innen drinne ordentlich mit Luft versorgt wird. Und die haben wir hier so im Halbkreis angeordnet. Und wir können auch die Platine so teilweise durchsehen, seht ihr das? Ja.
Und hier unten natürlich auch wieder die Hinweise, dass es CE geprüft ist und nicht in der Mülltonne. Und dass selbst die Netzteile, die sind hier alle geprüft und gecheckt. Also da dürfte nichts passieren. Dann an den Seiten haben wir hier noch, hier halt nichts, aber das ist die Front, das ist die andere Seite. Das gehen wir gleich in Ruhe durch. Der Knopf hat auch einen schönen Druckpunkt. Er guckt auch nicht zu weit raus. Ich werde mal versuchen, dass ihr das so sehen könnt. Seht ihr das? Da ist der Knopf. Der guckt echt nicht so weit raus. Und hat einen schönen angenehmen Druckpunkt. So, jetzt kommen wir zu den technischen Features des Produkts überhaupt. Wie gesagt, ich habe euch ja schon gesagt, hier steht Output, HDMI 1, HDMI 2 und Wi-Fi. Das heißt, wir haben hier auf der Seite haben wir einen Service, so ein Micro-USB. Ist das Micro-USB? Ja, ich würde sagen, ist Micro-USB oder Mini-USB. Ach, die Kamera braucht wieder ein bisschen zum Einpegeln. Dann haben wir dafür Strom und in der Mitte für den IR-Sensor. Sieht aus wie ein Kopfhörer. Auf der anderen Seite ist nichts. Wir haben dann nur noch hinten zweimal HDMI in. Müssen wir kurz warten, bis die Kamera einpegelt. Da HDMI in 1 und HDMI in 2. Und dort haben wir den Output. Das heißt, hoppala, das heißt, wir können hier praktisch zwei HDMI-Geräte ranschließen. Zum Beispiel die PlayStation 3 und die PlayStation 4. Das euch überlassen. Oder ein Receiver und ein DVD-Player oder was. Was weiß ich, Blu-ray-Player. Könnt ihr hier anschließen und habt als zusätzliches Feature noch ein drittes Gerät sozusagen. Ihr könnt halt Wi-Fi hier anmachen und könnt dann dieses Wi-Fi mit vom Laptop aus, vom Handy aus ansteuern und könnt euch damit verbinden und mit der App. Und die App mache ich Link unten drunter. Ich habe es noch nicht getestet, wie gesagt. Da kommt ihr jetzt gleich alles erst. Und dann können wir da Bilder zeigen. Also praktisch, mein bester Freund kommt, ey Alter, ich muss dir was zeigen, habe ich gestern geknipst. Ja, dann sage ich, mach. Dann verbindet der sich einfach mit Wi-Fi, mit diesem Ding und zeigt mir die Bilder. Oder ich sage, Mensch, hier, guck mal, bum, 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 hast nicht gesehen. Und sage ich, hier, gucke, bum, und zack, habe ich die Bilder auf dem großen Fernseher. Und da können wir einfach ganz normal mit Fernbedienung umschalten oder mit diesem Knopf und haben halt zusätzlich noch ein Wi-Fi-Gerät, wo wir Geräte miteinander verbinden können, um für Präsentationszwecke was zu zeigen. Mein Kater. Ist ja gut, Dicker. Und finde ich eigentlich eine schnucklige Möglichkeit. Vor allen Dingen ist es auch ein kompletter HDMI-Verteiler. Wenn ihr jetzt nur ein HDMI am Fernseher habt, ihr braucht aber zwei. Hier habt ihr zwei. Ein Ausgang. Könnt mit Fernbedienung hin und her schalten. Fertig ist. Und ihr habt zusätzlich Wi-Fi. Ja. Das soll es jetzt aber auch zum Hardware-Video soweit gewesen sein. Ich werde das jetzt erstmal hier rüberstellen. Ich werde mal gucken, was die Uhr sagt, weil jetzt müsste jeden Augenblick meine Tochter kommen. Ich wollte eigentlich schon früher anfangen, aber ich war noch unterwegs. Und wie gesagt, jetzt nach und nach kann ich die Ligavo-Produkte machen, weil jetzt habe ich tagsüber so ein bisschen Zeit und bin nicht immer die ganze Zeit am Hin- und Herrennen. So, und wie gesagt, als nächstes habe ich noch zwei andere Sachen mir ausgesucht, die ich noch jetzt abarbeiten werde. Ob ich es heute direkt schaffe, weiß ich nicht. Und wie gesagt, ich hatte euch zu den HDMI-Geräten, zu den HDMI-Splittern, hatte ich euch gesagt, dass ich die jetzt erstmal im Dauereinsatz testen möchte. Dass ich jetzt praktisch zu jedem Gerät ein Unboxing, ein Hardware-Video mache. Und diese werde ich veröffentlichen oder noch nicht veröffentlichen. Ich bin mir noch nicht schlüssig. Und wenn der Hardware-Check da ist, werde ich es dann machen. Dann kommen dann alle Geräte, also alle drei Videos mit Mal. In der Zeit kann ich dann wieder eine Woche bis zwei Wochen testen. Den nächsten Splitter kommen dann wieder Videos, sodass so im Schnitt alle ein bis zwei Wochen ein Produkt von Ligavo kommen wird. Weil ich habe ja mehrere HDMI-Splitter aus der normalen Serie, aus der Pro-Serie. Und weil viele von euch gefragt haben, zeigt doch mal und erklär doch mal, wo der Unterschied zwischen der Pro- und der Normalserie, das wird auch noch kommen. Und auch eine Kombination aus verschiedenen Geräten. Und ich quatsch schon wieder zu viel. Ich verabschiede mich. Ahoi, sagt euer Odin.